Dörrgerät anschaffen, ja oder nein? Heute gebe ich dir ganz kurz knappe Tipps für all diejenigen, die mir immer wieder schreiben, wo kann ich mir ein Dörrgerät bestellen. Bevor du es dir bestellst, mach dir Gedanken, ob du es auch wirklich brauchst. Für eine wirklich gesunde Ernährung brauchst du eigentlich keinen Dörrautomaten. Gesunde Ernährung besteht eher dadurch, dass du ganze Früchte zu dir nimmst, ganzes Gemüse zu dir nimmst. Du musst das nicht hochverarbeiten und viel kochen oder da mixen und dann dörren. Muss nicht sein. Aber das Dörrgerät kann dich trotzdem unterstützen, dich gesünder zu ernähren. So, ich gebe dir jetzt ein paar Vorteile und ein paar Nachteile. Wir fangen mal mit den Nachteilen an. Nachteile, oft bestehen sie aus Plastik und eigentlich möchte niemand sein Essen auf dem Plastik trocknen. Es gibt auch Edelstahl, habe ich jetzt zum Beispiel zu Hause. Das kostet aber einiges. Das günstigste, was ich jetzt aus Edelstahl bei mir zu Hause habe, hat ca. 560 Euro gekostet. Dann kommt noch dazu der weitere Nachteil, lange Dörrzeiten. Wenn du bestimmte Rezepte trocknen möchtest, kann das manchmal bis zu 48 Stunden dauern. Das heißt, das Gerät läuft die ganze Zeit und läuft. Ja? Je nachdem, wenn ich Wraps mache, also Wraps, diese Teigwraps aus Gemüse, was ich sehr liebe, das dauert so circa 6 Stunden, das geht noch. Aber wenn du einen Partner zu Hause hast, der sich sowieso schon aufregt über Stromkosten und so weiter und du hörst das Gerät den ganzen Tag laufen, weil man hört es, ja. Wenn du ein Rezept hast, wo du 24 Stunden, was bei mir auch sehr oft vorkommt, 24 Stunden etwas dörrst, dann hörst du 24 Stunden so, als würde der Backofen laufen, aber es ist noch lauter. Also man hört halt dieses Geräusch der Luft, die da halt durchgeht, des Trocknens. Ne? Wenn aber dein Partner mit dabei ist und sagt, ja gerne, wir machen es, kein Problem. Also du musst aber auch daran denken, dass die Stromkosten nicht ganz so hoch sind wie beim Backofen zum Beispiel. So ungefähr brauchst du für 24 Stunden Dörren 1 Euro Stromkosten, so circa. Und du wirst es ja auch nicht jeden Tag benutzen, sonst würden die Stromkosten echt in die Höhe schnellen. Das sind so die Nachteile. Dann die Vorteile, du kannst gerade im Sommer Früchte wunderbar trocknen und für den Winter haben. Ne? Dann hast du Rohkostqualität, Tomaten zum Beispiel, Äpfelringe, verschiedene Sachen. Du kannst Zwiebelringe, verschiedenes machen. Keimlinge kannst du wunderbar trocknen und die sind dann so crunchy, die kannst du dann als Granola essen. Da hast du auch nochmal Keimlinge, voller Nährstoffe, 42 Grad höchstens dörren, dass auch die Enzyme enthalten bleiben. Und die kannst du auch behalten, gerade für den Sommer. Da kann man jetzt nicht so viel keimen, weil sie oft schimmeln im Sommer. Da kannst du im Winter ganz viel keimen, trocknen und dann hast du es für den Sommer. Das ist zum Beispiel auch ein Vorteil davon. Ein Nachteil habe ich noch, Platz. Du brauchst noch Platz in der Küche. Wohin mit dem Gerät? Ich habe es jetzt zum Beispiel bei mir in so einem Schrank ganz unten rein mit dem Vitamix und hole es mir dann immer wieder nach oben. Ist ein bisschen mühsam. Klar, wäre es einfach, wenn du eine Riesenküche hast, kannst du es einfach draußen liegen lassen. Bei mir ist die Küche nicht so groß, deswegen muss es immer weggepackt werden. Es ist halt schon groß und sperrig und dann musst du gucken, wie du mit dem Ding umgehst. Ich habe jetzt zum Beispiel trotzdem einen, weil ich es einfach liebe, verschiedene Rezepte zu machen. Gerade an Weihnachten, die Plätzchen kann man da sehr schön rohköstlich herstellen. Man kann verschiedene Dinge machen. Wenn du jetzt unsicher bist, soll ich es mir jetzt kaufen oder nicht? Klär das mit deinem Partner wegen dem Strom. Es wird laut sein, es wird 24 Stunden manchmal laufen. Dass ihr euch bewusst macht, wenn es läuft, ist eigentlich gar nicht so teuer. Aber für unser Gefühl ist es ja immer so, eigentlich müsste ich es ausmachen, es läuft schon den ganzen Tag. Okay? Erstmal diese Frage klären. Dann im zweiten Schritt hast du Platz dafür. Und gucken auch finanziell, ob sich das lohnt, dass du da... Ich würde mir jetzt kein Plastikding anschaffen, guck, das ist lieber Edelstahl. Wenn du sagst, gut, Plastik... Besorg dir halt eins in Plastik, sollte am besten BPA-frei sein. Schau dann nochmal auf den Preis. Ist das für euch jetzt keine große Belastung? Okay, dann besorgst du es dir. Schau die Rezepte. Was willst du überhaupt für Rezepte benutzen? Kann sein, dass du es dir kaufst und dann bleibt es im Schrank liegen. Und viele, die mir zuschauen, wissen, was ich meine. Sehr oft kaufen wir im Alltag Dinge, weil wir denken, wir werden sie benutzen und dann liegen sie im Schrank. Und es ist sehr schade, wenn du dir der Gerät für 500 Euro kaufst und dann bleibt er einfach im Schrank liegen. Hast du die Zeit, nimmst du dir die Zeit, diese Rezepte auch wirklich zu machen? Welche Rezepte willst du machen? Kannst du keimen? Möchtest du keimen und trocknen? Willst du Früchte trocknen? Willst du Gemüse trocknen? Es wird dann so Gemüsechips. Denk daran an die Dörrzeiten, die brauchen sehr lange, gerade bei Gemüsechips. Du kannst dir Rohkostpizza machen, du kannst dir Fruchtleder machen, du kannst dir Wraps machen. Wraps, ich sag's komisch, glaube ich, gell? Ich blende es aber am besten ein. Du kannst wirklich sehr viel damit anstellen, aber es braucht Zeit, ja, du musst dich an die Küche hinstellen, die ganzen Früchte, Gemüse und was auch immer du da herstellen willst, muss natürlich erstmal vorbereitet werden, reingegeben werden und danach brauchst du noch Behälter zum Aufbewahren, damit es auch schön frisch bleibt.
Wenn ich Wraps mache, dann habe ich meistens 2 Tage was davon, weil ich ganz viele mache. Wenn ich schon das Dörrgerät anmache, dann mache ich alle Dinger voll halt. Alle Bleche mache ich voll. Das sind so Gedanken, die du dir auf jeden Fall machen solltest, wenn du, ich habe Rohkostrezepte auf meinem Kanal, aber ich glaube, Dörrautomat habe ich sehr wenig benutzt auf meinem Kanal, weil ich weiß, dass es einfach die wenigsten haben und da möchte ich jetzt keine. Wenn ihr Rezepte haben wollt mit dem Dörrautomaten, lasst es mich in den Kommentaren wissen, mache ich gerne für euch. Wenn nicht, dann lasse ich es, ja, weil ich möchte jetzt da auch keine Rezepte machen, die eh keiner nachmachen kann. Das war es jetzt zum Dörrautomaten, ja oder nein, ist eine Entscheidung, die du treffen solltest, am besten mit deinem Partner, wenn du nicht allein zu Hause bist. Mach dir Gedanken darüber und ich wünsche dir eine wunderschöne Zeit, in der du dich so ernährst, dass es dir Spaß macht, du dich wohlfühlst und gesund bleibst. Alles Liebe!